Brennofen müssten wir auch mal machen. Wir müssten die ganzen Sachen irgendwann mal noch machen. Ja. Brauchst du einen Bogen? Dabei bin ich jetzt eigentlich schon so gut wie gesund. Oh, Kamera, bitte fall nicht runter. Ich hab die so doof platziert. Das Ämchen. Das süße Ämchen. Ämchen hat auch YouTube vermisst, wie man sieht. Ja, ich bin krank geworden. Und zwar genau 2 Tage vor meinem ersten Bibliotheksarbeitstag. Und ich bin so gestorben, innerlich vor Ärger. Ich habe noch nie einen ersten Tag gefehlt. Und das war mir doch so wichtig. Und ich hatte dann auch noch beim Anrufen gesagt, dass ich auch trotzdem kommen kann, wenn sie wollen. Im Nachhinein bin ich froh, dass sie Nein gesagt hat, weil am Tag danach ging es mir noch schlechter. Und ich habe die ganze Zeit die Nase putzen müssen. Aber zum Glück war sie sehr lieb und ja, sonst wäre ich, glaube ich, gestorben. Ja, und jetzt habe ich in 1,5 Wochen den ersten Tag. Ich wollte über Berufe reden und ich wollte sagen, dass ich eigentlich voll gerne so in die Kamera quatsche, aber mich selber immer limitiere, weil ich denke, ich muss kürzer reden und also die meisten Videos auf YouTube gehen ja so kurz. Wenn ich so viel reden würde, wie ich will, wäre jedes Video 1 Stunde lang oder so. Aber dann dachte ich wiederum, Hauptsache es macht Spaß. Ja, ich wollte mal sagen, was jetzt so meine Überlegungen oder Ziele, Wünsche sind und wie es dazu kam. Ich hatte ja am letzten Wohnort immer nach Homeoffice gesucht und wollte halt so einen good enough Job, also einen Job, mit dem ich über die Runden komme und damit ich halt noch meine Hobbys machen kann. Und da hatte ich ja aber überhaupt nichts gekriegt und dann hat dieser Psychologenjob nicht geklappt. Und dann habe ich so gedacht, vielleicht muss ich jetzt noch einmal etwas selbstständig probieren. Und zwar das aber nicht so anzusehen wie ein Hobby und das muss mir jeden Tag Spaß machen, sondern es ist halt Arbeit, aber es ist okay Arbeit. Also, dass man halt nicht denkt, es muss jetzt die Erfüllung sein, sondern es ist halt ein Job. Bei vielen Hobbys könnte ich mir aber nicht vorstellen, die jeden Tag 4-5 Stunden zu machen, zum Beispiel Fotos bearbeiten oder so. Und genau zu der Zeit hatte ich mit Töpfern angefangen, was ich schon immer mal ausprobieren wollte und da hatte ich so selbsttrocknenden Ton gekauft. Das ist mein Modellierplatz. Jetzt will ich zum ersten Mal versuchen, etwas zu modellieren. Und zwar diesen Kerzenhalter würde ich gerne nachmachen. Wünscht mir Glück. Das ist mein erstes Werk. Naja, es ist ganz okay. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich war voll inspiriert, hatte 1000 Ideen, was ich machen könnte und so wurde es immer ernster und ich habe überlegt, ob das vielleicht meine Zukunft sein könnte. Und es hat sich gut angefühlt. Dann war es so, da habe ich ja noch bei meinen Eltern gewohnt, also in der alten Wohnung. Und er hat halt alles so mitgekriegt. Ich hatte ihm auch erzählt, dass ich voll gerne eine Töpferscheibe hätte, weil das alles viel schneller gehen würde. Weil wenn man zum Beispiel so Tassen macht oder Kehlchen oder so, dann dauert es halt 10 Jahre mit der Hand.
kleine Markusi. Genau, und dann an einem Tag war auf einmal eine Töpferscheibe vor der Haustür und mein Vater hatte die einfach bestellt, ohne mir was zu sagen. Es war voll überraschend, dass er das so mitmacht und das auch irgendwie gut findet. Das war so im Sommer, Herbst und dann habe ich jeden Tag wirklich so 4-5 Stunden getöpfert und alles gelernt und mir selber beigebracht. Leider habe ich keine Aufnahmen von der Töpferscheibe. Und es war auch wirklich richtig schwierig, das zu lernen. Und das Blöde ist, also wenn man dann halt so das, so am Anfang muss man halt das zentrieren. Und dass es halt in der Mitte sich dreht. Dann muss man so ein Loch reinmachen und das dann auseinanderziehen. Dann muss man die Wände hochziehen. Ach, dann muss man noch ganz viele andere Sachen machen. Was ich sagen will, ist, dieses Hochpullen war für mich am schwierigsten. Und dann musste ich halt immer wieder, also die ersten Schritte immer und immer wieder wiederholen, weil dieses Hochpullen halt nicht funktioniert hat. Aber das hat dann halt immer besser funktioniert und dann habe ich auch richtig schöne Ergebnisse gehabt. Jetzt aufmachen direkt, oder? Ja! Wir öffnen jetzt meinen allerersten Brand. Also, Sprühbrand. Und ich bin so gespannt und ich habe Angst, dass sehr viel zerplatzt ist oder so, weil besonders am Anfang habe ich gar nicht so richtig geknetet, den Ton. Das habe ich erst so nach 2 Wochen oder so gecheckt, dass man das auf eine bestimmte Weise kneten muss, damit die Luftblasen entweichen. Ach, dauert, ich fühle, ob es heiß ist. Ah, das ist nicht mehr heiß. Also... Das sieht schön aus. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts Geplatztes. Das ist die 2. Etage. Das ist noch ziemlich heiß. Bisher habe ich nur das entdeckt, was geplatzt ist. Da sind meine Häuschen drin. Kleine Häuschen in großen Häuschen. Da sind Monde drin. Das ist meine allererste Glasur. Ich auch nicht. Ich glaube, der Teller ist schön. Der Teller sieht gut aus. Okay, der Teller sagt, dass er schön wäre. Das ist mein erster Kaffee aus meiner eigenen Tasse. Und es könnte jetzt einfach meine neue Lieblingstasse werden, aber das ist zu klein. Oh, wie süß es aussieht. Da sind so ein paar Sachen, die ich auf der Drehscheibe gemacht habe und schon glasiert und die mir sehr gut gefallen. Da hinten, die sind noch nicht glasiert. Das wird ein Blumentopf. Das wird ein Dekohäuschen, in das man ein Teelicht reintun kann oder ein Räucherkegel und dann kommt da so Rauch raus und eine Tasse mit Pilz. Aber weil ich bestimmte Glasurprobleme hatte, bin ich da jetzt gar nicht mehr weitergekommen und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich die lösen soll. Aber egal. Das ist zum Beispiel eine Tasse. Da sieht man noch so die Rillen durch. Das kann man entweder halt absichtlich machen oder auch glatt machen. Wie hier. Diese Tasse mag ich irgendwie voll. Es ist auch gar nicht so leicht, die richtige Größe zu töpfern, weil das ja dann immer noch schrumpft, also beim Brennen. Und deswegen sind die meisten Tassen von mir noch ein bisschen klein. So, und das benutze ich gerade selbst als Blumentöpfchen, weil das nicht so perfekt geworden ist.
Aber ich mag diese Kombination aus geflecktem rohen Ton und Glasur. Solche kleinen Häuschen habe ich auch gemacht. Die sind glasiert und die gefallen mir irgendwie weniger. Genau, dann noch so eine Mini-Vase. Ich mag irgendwie so kleine Sachen. Und das da, was ich auch jetzt selbst benutze, weil das zusammengeklebt ist, weil, wie gesagt, beim Glasieren habe ich noch nicht alles so gut auf. Und was sagt ihr, welches gefällt euch am besten und würdet ihr sowas kaufen? Also theoretisch. Das Blöde ist, ich weiß gar nicht, normalerweise kriegt man ja in Läden so eine Tasse für 4 Euro. Aber wenn man das so selber macht und auch kein Profi ist, dann dauert alles ewig und allein die Materialien und die Glasuren sind voll teuer. Der Ton ist nicht teuer, aber die Glasuren sind voll teuer. Und das Brennen kostet auch Geld und die Zeit natürlich, die man aufwendet. Ich könnte das eigentlich nicht unter 20 Euro verkaufen. Aber wer zahlt denn bitte 20 oder 30 Euro für eine Tasse? Was sagt ihr dazu? Das ist voll ein Problem von mir. Aber dann kam ja der Umzug und ganz bestimmte Probleme mit dem Brennofen und dem Glasieren. Und ich weiß nicht, ob es am Brennofen liegt oder nicht. Ja, wegen dem Umzug und Stress und der Sache mit den Glasuren bin ich dann voll rausgekommen. Ich weiß halt auch nicht, was ich weitermachen soll wegen den Glasuren und wie soll ich sagen? Ja, aber das heißt nicht, dass ich aufhören werde. Ich muss nur einfach einen Schritt nach dem anderen machen. Was halt jetzt der Schritt ist, ist also die Bibliothek halt anfangen und den Van fertig machen und verkaufen. Ich denke, wenn der Van fertig ist, dann kann ich wieder mich dem Töpfern widmen und herausfinden, was das Problem ist mit dem Glasieren und vielleicht bei irgendeiner Töpferei hier mal was brennen, um zu gucken, ob es an meinem Brennofen liegt. Ich habe so einen ganz kleinen Brennofen gekauft. Ja, auf jeden Fall. Bibliothek ist das Thema Nummer 2. Es ist halt so, dass ich schon gerne so einen festen Angestelltenjob haben wollen würde, weil das halt bestimmte Vorteile hat, wie Sicherheit und dass man sich nicht jedes Mal von selbst motivieren muss. Ich habe halt schon Schwierigkeiten, das selbstständig durchzuziehen. Was ich auch nicht so sehr mag, ist, dass man halt einfach den ganzen Tag zu Hause sitzt und das machen wir halt beide. Und dann eventuell ist dadurch auch so meine soziale Angst mehr gestiegen, weil ich halt keine Kontaktpunkte so hatte. Und sowas aufzubauen kann ja auch Jahre dauern, wenn es überhaupt jemals klappt. Und darum dachte ich, wieso nicht einfach beides probieren. Und ja, ich brauche halt einen richtigen Job wegen Geld. Ich liebe ja so verwaltende, organisatorische Sachen und in der Bibliothek ist es ja auch eher so ruhiger, oder? Und die Kunden sind nicht schlimm und deswegen kann ich mir halt schon vorstellen, dass ich es genießen kann. Ja, und jetzt versuche ich halt einfach beides, aber der Fokus ist auf der Bibliothek. Ich muss mir sagen, also ich habe so das Gefühl, als würde ich einfach eine Sache nach der anderen versuchen und scheitern und scheitern. Aber eigentlich stimmt es doch gar nicht so richtig. diese kreativen Sachen, die halt nicht geklappt haben, war ja so, da habe ich ja noch nicht gewusst, dass ich ein Scanner bin und die ganze Zeit irgendwas Neues machen will. Und dass ich halt einfach nicht bei einer Sache bleiben kann. Und dann hatte ich auch nie irgendwas gefunden, hobbymäßig, was ich wirklich jeden Tag stundenlang machen will. Zum Beispiel mochte ich voll schreiben, aber ich könnte mir nicht vorstellen, das jeden Tag zu machen. Durch den Van-Ausbau habe ich dann gemerkt, dass ich so handwerkliche Sachen
gut durchziehen kann. Dann kam halt so das Töpfern und dann dachte ich, irgendwie ist das voll perfekt. So, es ist handwerklich, aber kreativ. Also man kann so viel Verschiedenes machen und ich liebe es, mit dem Ton so umzugehen. Und es ist auch eine ruhige Arbeit, so für mich kann ich es machen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich doch eigentlich gar nicht so eins nach dem anderen mache und scheitere. Diese Versicherung, die ich zum Beispiel in Hamburg, wo ich in Hamburg gearbeitet habe, hätte ich ja gar nicht gekündigt, wenn wir nicht umgezogen wären und wenn ich das mit dem Van und also mit dem Reisen gewesen wäre. Vielleicht bin ich ja gar nicht so verloren, wie ich immer denke. Und wenn ich das jetzt nicht aushalte wegen Kundenkontakt, dann habe ich ja noch immer zwei Möglichkeiten. Entweder also gucken, ob es an meiner sozialen Angst liegt oder ob es daran liegt, dass ich einfach keinen Bock habe auf Menschen. Wenn es an der sozialen Angst liegt, kann man noch eine Therapie machen. Und wenn es an dem anderen liegt, kann ich ja Bürotätigkeiten machen. Ich versuche gerade, mich selbst zu beruhigen, dass alles gut wird. Du kleines Ämchen. Du kleines Ämchen. Oh, das ist so. Wird alles gut, Ämchen? Oder ist schon alles gut? Ist schon alles gut? Willst du nicht mal hier auf meinen Schoß kommen? Ich will essen und ich will auch essen. Übrigens haben wir noch mehr Fortschritte gemacht mit dem Inhalieren und müssen das halt jetzt einfach so vom Schlafzimmer hierher verlegen und oh, Hämmchen! Also so, dass man halt das immer kurz macht, bevor man bevor man halt das Essen gibt. Ja. Will ich noch irgendwas sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob das Video hier endet. Nein, Melli! Soll ich jetzt ein Fotoshooting mit dir machen? So. Hinter dem Blatt. Ah! Das ist eine Babykrähe. Ich glaube, ich habe noch nie eine gesehen. Du glaubst, das ist eine Babykrähe? Wie ich glaube. Ja, muss ja nicht eine Krähe sein. Also ein Jungvogel, ja. Aber ich weiß, man sieht doch, dass es. Ah! Man sieht doch, dass es eine Krähe ist. Ja, du kleines Kätzchen. Oh, das sieht so schön aus. Das Taubenparty. Oh mein Gott, alle Tauben von der Kirche sind jetzt hier. Die wohnen jetzt in dem Haus. Das Ämchen wird jetzt trainiert. Trainiert. Du trainierst und ich filme. Nein. Oh, ich muss das irgendwann mal. Oh, wie schön die Sonne rennt. Komm mal ganz kurz weg. Oh. Yeah.
hier sogar die Klappe sich bewegen. Da gibt es so eine kleine Klappe. Und wenn die sich bewegt, dann heißt es, sie atmet. Also sie hat einen Atemzug. So kann man zählen, ob sie genug Atemzüge gekriegt hat. Ja, so gut macht sie das heute. Oh, wie sie sich knuspert. Knuspert, knuspert, knuspert. Ist das unser letztes Feuer dieses... Nee, gar nicht dieses Jahr! Hier gibt's kein Eisheiligen. Zu der Geschichte untenrum, was wir immer gesagt haben, auch am Anfang dieser Staffel, wenn es unten...